Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, beim letzten Mal haben wir uns den sechsten Orden erkämpft. Nämlich gegen Sabrina. Und sind nun auf der Wasserroute stehen geblieben, von Fuchsania City aus zur Zinnoberinsel. Und ja, wie ihr sehen könnt, war ich kurz mal im Pokémon Center offscreen und habe nochmal meinen Pokémon geheilt. Ich war zu voll oder zu geizig, meine Tränke zu verwenden. Deshalb, ja, bin ich nochmal zurückgegangen, war ja zum Glück nicht weit. Und egal, das sind wir relativ schnell wieder dort. Nicht so wie in der vierten Generation damals, ich wollte es nur mal gesagt haben. Aber allgemein, so ab der sechsten Generation ging das Surfen ja doch relativ flott wieder. Und ja, apropos sechste Generation. Ich will mal versuchen, ob es irgendwie möglich sein wird, da so langsam mal Videos machen zu können zur sechsten Generation eben. Weil, ja, Emulatoren und so weiter sind ja auch inzwischen etwas weiterentwickelt und ich habe gelesen, dass man inzwischen sogar so weit ist, dass manche Spiele wie beispielsweise X und Y wohl weitestgehend funktionieren. Und ja, das würde ich gerne mal ausprobieren irgendwann mal, und wenn es klappen sollte, wäre das ja mal ein Kandidat als Nachfolgeprojekt. Weil aktuell steht ja eigentlich, ja gut, Pokémon, also die nächste Generation, also die achte Generation, die ja auf der Switch wohl auch kommen wird, weil auf dem 3DS wird es kein Pokémon-Spiel mehr geben. Das ist nun mal so. Ja, die soll ja nächstes Jahr erscheinen. Zumindest ist ein Pokémon-Spiel für nächstes Jahr angekündigt worden. Mit Pokémon Let's Go eben. Also, dass es entwickelt wird und wohl nächstes Jahr erscheinen soll. Und ja, da ist natürlich die Vermutung sehr groß, dass es die achte Generation ist. Zumindest wurde von einem Core-Game gesprochen, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es eben der Fall sein wird, dass die achte Generation erscheinen soll, also erscheinen wird. Wenn es nicht so ist, dann eben irgendein anderes Pokémon-Hauptspiel. Vielleicht ja sogar doch ein Remake der vierten Generation, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt zwei Remakes hintereinander bringen, weil das hier ist ja auch ein Remake. Ein Remake von einem Remake. So gesehen. Wobei, es ist kein direkter Remake von Feuerrot und Blattgrün, weil hier fehlen eben ein paar Sachen, die es in diesem Spiel eben gab. Zum Beispiel die ganzen Eilande. Also Island 1 bis, wie weit ging's? 7? Ich meine ja. Ganz am Anfang hatte man ja nur Island 1 bis 3 und nach der Liga konnte man dann noch zu 4, 5, 6 und 7. Oh. Stimmt, wir können ja hier, hä? Zur Seeschauminsel. Ging es hier nur über die Seeschauminsel weiter? Da wollte ich nämlich jetzt eigentlich noch nicht hin. Weil ich genau weiß, dass es dort ein bestimmtes Pokémon gibt. Und gegen das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht antreten. Okay, wir wurden gerade geheilt. Oder? Anscheinend ja. Oder hat sie uns was? Nö. Tränke nichts. Hm.
Hm. Okay, nee, Leute, tut mir leid. Dann Planänderung. Dann gehen wir nämlich jetzt nach Alabastia und gehen die Route von Alabastia aus nach Fuxania City. Weil, ja, die Seeschauminsel, die wollte ich mir für ein andermal aufheben. Ich wollte nämlich erst eben die ganzen Surferrouten abklappern und dann die Seeschauminsel betreten. Einfach wegen dem ominösen Pokémon, das es dort gibt. Naja. Wo gewiss keiner weiß, welches Pokémon gemeint ist. Bestimmt nicht. Oh, Tangela. Na gut, komm, dich fangen wir mal. Kleines Spaghetti-Kopf. Wieso auch nicht? Ey. Komm, Spaghetti-Kopf, bleib drin. Tangela könnte doch so ein Spaghetti-Eis sein, ne? Also wenn es ein Eis-Pokémon wäre. Es wäre original Spaghetti-Eis. Ich finde ja schon. Naja, um nochmal zu dem Thema mit dem nächsten Pokémon-Spiel zu kommen. Ich hätte persönlich jetzt nichts dagegen, wenn sie ein Remake der vierten Generation bringen würden. Wie gesagt, die vierte Generation, also Sinnoh, war meine Lieblings-, also ist meine Lieblingsedition. Beziehungsweise Lieblingsregion. Dort kommen auch eigentlich so mit die meisten meiner Lieblings-Pokémon her und eben auch mein allgemein. Oh Gott, nein. Der Carpador-Trainer, nein. Und eben auch mein aller Lieblings-Pokémon, nämlich Knarkrak. Was man auch überhaupt nicht herausfinden könnte, dass es mein Lieblings-Pokémon ist. Also ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Naja, ist halt so. Was ist so euer Lieblings-Pokémon? Habt ihr eins? Habt ihr keins? Habt ihr einfach zu viele Lieblings-Pokémon? Wer weiß, kann ja auch sein. Bei dem Thema gibt es ja immer so... Der meint eigentlich, es gibt niemanden, der Pokémon XY als Lieblings-Pokémon hat. Und damit war jetzt nicht das Spiel XY gemeint, sondern eben... Ihr wisst, was ich meine. Aber irgendwo gibt es doch immer jemanden, der eben jenes Pokémon als Lieblings-Pokémon hat. Vielleicht sogar selbst irgendein komplett vergessenes Pokémon wie Malakamba aus der fünften Generation, was gefühlt niemand kennt oder einsetzt. Allgemein irgendwie so ein paar, also es gibt sehr viele vergessene Pokémon, ne? Einige würde ich sogar schon sagen aus der fünften Generation. Dort gibt es einige, die eben herausstechen. Zum Bleistift und der Tütox. Ich würde sagen, also Unertütox und Deponitox sind Pokémon, die werden jetzt nicht allzu sehr von vielen Leuten gefeiert. Einfach weil die meinen, ja, voll das unkreative Pokémon und so weiter. Ich meine, ein Müllsack und ein mutierter Müllsack. Aber, naja, bei diesem Thema finde ich immer, erste Gen beste, fünfte Generation scheiße, Design wird immer schlechter. Wenn man sich mal die alten Pokémon ansieht, kann ich da nur sagen, die erste Generation war auch nicht gerade besser. Es gibt immer Ausnahmen bei den Pokémon. Es gibt in jeder Generation Pokémon, die sehen weniger kreativ aus und es gibt in jeder Generation ebenfalls Pokémon, die sehen kreativ aus. Und bei inzwischen über 800 Pokémon nur sehr viel Vielfalt zu bringen, also Pokémon, die sich wirklich absolut nicht ähneln,
und jedes Design herausragend geil aussieht, das wird schwierig. Ich den will sehen, der das schafft, über 800 Pokémon zu kreieren, die sich komplett voneinander unterscheiden und immer noch gut aussehen. Das ist gar nicht so einfach. Von daher, ich finde, ja klar, es gibt immer Pokémon, die einem nicht gefallen, aber dementsprechend gibt es auch immer Leute, die eben diese Pokémon mögen trotzdem. Wie eben gesagt, es gibt immer wahrscheinlich jemanden, der irgendein Pokémon, was keiner auf dem Schirm hat vielleicht oder einem selber vielleicht nicht gefällt, trotzdem als Lieblings-Pokémon hat. Wird's immer geben. Ich zum Beispiel, ich mag Pokémon wie Schlappohr jetzt nicht groß. Ich finde Schlappohr ist das, was manche für Naturtox halten. Ich weiß aber, dass zum Beispiel meine Schwester Schlappohr mag. Und ich denke mal, da wird sie nicht die einzige sein, die dieses Pokémon mag. So gibt es eben für jedes Pokémon jemanden, der es mag und der es nicht mag. Und ja, da finde ich dann immer, man sollte die Leute, also man kann natürlich seine Meinung sagen. Und man kann auch gerne der Meinung sein, dass dieses Pokémon schlecht ist. Aber man sollte nicht immer alles verallgemeinert sagen. Weil, ja, es gibt halt trotzdem immer jemanden, der eben jenes Pokémon mag. Mashok. Gegen Glurak. Ice Seep. Okay. Das war zu easy. Und was da? Naja gut, da können wir drin bleiben. Kann Glurak mal wieder ein bisschen sweepen. Auch wenn das Rosana vielleicht sogar schneller sein könnte. Nee, es ist nicht okay. Rosana ist ja eigentlich nicht langsam, ne? Todeskuss. Armes Glurak. Es wurde zu Tode geküsst, eingeschläfert durch Küssen. Wie soll man sich das eigentlich vorstellen? Diese Attacke. Ich meine, es greift dich an, indem es dich küsst mit seinen Botox-Lippen. Und das Pokémon fängt an zu schlafen. Aber wieso? Ich meine, das mit dem Verwirren kann ich mir nur eher erklären, als dass man deshalb schläft. Oder hat es irgendein Sekret in den Lippen, das dafür sorgt, dass das Pokémon dann einschläft dadurch, wenn es davon getroffen wird? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt immer mal ein paar Attacken, da fragt man sich, wie genau soll man sich das denn jetzt erklären? Dass diese Attacke eben so funktioniert. Warum können die alle Ice Heap? Lass mich raten, ich bekomme von der Ice Heap als DM. Oder? Bestimmt. Wenn jedes eher Pokémon Ice Heap kann, dann werden wir die Attacke auch bekommen. Ich meine, wir haben schon Donnerschlag bekommen, ich weiß nicht. Haben wir Feuerschlag schon bekommen? Ich glaube ja. Das heißt, dann fehlt nur Ice Heap und ja, die setzt die ganze Zeit Ice Heap ein. Von daher denke ich mal, bekommen wir die jetzt auch. Wusste ich's doch. Ja, bringt mir zwar nichts in der nächsten Arena, aber wir haben's mal bekommen. Na, wir haben so viele Hypertränke noch, die können wir auch mal verballern.
bringen ja leider nicht mehr die 200 KP wie noch früher. Und ich muss mal langsam wieder ein paar Tränke kaufen, sehe ich gerade. Allzu viel habe ich nicht mehr. Also wir haben immer noch genug und das wird wahrscheinlich auch noch bis zur Zinnoberinsel reichen, aber... Ja. Bäh. Zu viele Pokémon im Wasser. Aber ich muss sagen, ich hätte, wenn man so mal die ganzen Memes im Internet nachgeht, zum Beispiel mit dem Mondberg und dem ganzen Zubat und im Wasser mit Tentacher, dass man eigentlich weit mehr im Meer finden müsste oder in den Höhlen von diesem Pokémon. Wow, das macht ja gar nichts. Gut, ich glaube, Europe ist auch nicht so stark in der physischen Seite. Aber ich weiß es nicht genau. Ich wusste es nicht genau. Aber ja, gegen diese ganzen Wassertrainer jetzt mit Glurak zu kämpfen, ist, denke ich mal, trotzdem nicht so die beste Idee. So, Austausch. Das war auf der speziellen Seite schwach, glaube ich. Achso, nee, Seemon kommt. Wieso habe ich jetzt Austausch gelesen? Brille habe ich nur auf, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Also gut, ich bin manchmal Würmkopf, aber wieso ich jetzt Austausch gelesen habe, ich weiß es nicht. Brauchst du ein Taschentuch, Junge? Oh, ein Dickwanst. Gut, da können wir mit Glurak, denke ich mal, kämpfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat der ein Wasser-Pokémon? Also irgendein Pokémon, das Surfer könnte? Radikal. Radikal kann kein Surfer lernen. Na gut, wahrscheinlich kann er schwimmen, denke ich mal. Ist ja nicht allzu weit vom Festland entfernt, diese kleine Insel hier. Von daher wird er wahrscheinlich einfach hingeschwommen sein. Aber, naja. Wenn man so mitten auf dem Meer Trainer trifft, die einfach auf einer Insel oder so stehen. Also bei den Schwimmern kann man es sich ja noch erklären. Die haben Wasser-Pokémon dabei und die sind im Schwimmer. Die sind das noch eher gewohnt. Aber wenn dann irgendwo auf einer kleinen einsamen Insel im Meer irgendjemand gestrandet ist, ohne ein Pokémon, das Surfer kann, also ohne Wasser-Pokémon oder so etwas, oder Lizaros kann ja auch Surfer lernen, warum auch immer. Ich meine, das Pokémon hat eine Vierfach-Schwäche gegen Wasser und kann Surfer. Wieso? Die Logiken von Pokémon. Ich meine, das gleiche bei Dodu oder Dodri. Das Teil kann Surfer lernen. Kann fliegen lernen. Zumindest früher mal. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wie setzt dieses Pokémon Fliegen ein? Es hat keine Flügel. Es ist ein Strauß. Wie können die fliegen? Wie kann es Fliegen einsetzen? Gibt ja auch diese Memes, wo Dodri seine Köpfe verheddert, also zusammenknotet und dann so als Propeller fungiert. Das kann es natürlich auch nicht sein. So kann es nicht fliegen. Dabei würde es sich wahrscheinlich das Genick brechen. Von daher, ja, diese Theorie gehe ich jetzt einfach nicht von aus, dass sie stimmt. Ist ja auch bei Dicta das Mysterium. Das Mysterium Dicta. Man sieht ja eigentlich nur seinen Kopf.
Also eben der Teil, der auf der Oberfläche zu sehen ist. Wie der Rest von seinem Körper aussieht, das weiß keiner. Und da gibt es auch sehr viele verstörende Bilder im Internet. Wie Dicta oder Dictri im ganzen Körper aussieht. Und ich kann sagen, manche der Bilder sind wirklich verstörend. Wenn ihr die kennt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Wenn nicht, dann googelt besser nicht danach. Aber ich denke mal, für die wenigsten sollte das zu schlimm sein. Aber allgemein, manche Bilder im Internet zu Pokémon, die, da denkt man sich auch nur, what the fuck. Gerade so bei ein paar Bilder zu weiblichen Protagonistinnen in Pokémon. Achso, den haben wir schon bekämpft. Okay. Ein Wasserstein. Ist es noch weit bis zur Sinnoh-Insel? Will ich gerade mal nachgucken. Nö, nicht mehr allzu weit. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir machen jetzt einfach ein bisschen länger und gehen dann halt dorthin. Und ihr solltet Glurak mal von der ersten Position wegnehmen, ne? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Wäre vielleicht nicht allzu verkehrt. Wir können natürlich jetzt auch nach diesem Kampf einfach durchziehen zur Zinnoh-Insel und dann im nächsten Part den Rest der Trainer hier noch machen. Natürlich wurden wir gerade noch vergiftet, das ist ja wunderbar. Und natürlich überlebt das Vieh auch noch. Also tschüss Pikachu. Okay, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Pikachu ist besiegt, kann aber noch eigenständig zu mir hinlaufen. Interessant. Interesting thing. Ja, es gibt sehr viele Bilder im Internet, wo man vielleicht besser nicht nachgoogeln sollte. Zu Pokémon wohlgemerkt. Es gibt natürlich bei weitem verstörende Bilder im Internet. Aber jedem das seine, ne? Auch wenn manche Bilder wirklich manchmal grenzwertig sind. Naja. Soll jeder selbst entscheiden, was er sich im Internet so anguckt. Da haben wir noch Matrosen, da haben wir noch einen Schwimmer. Da oben ist noch ein Schwimmer, okay. Es sind doch noch ein paar Trainer hier. Mindestens drei. Und die bekämpfen wir jetzt allerdings heute nicht mehr. Die werden wir uns im nächsten Part vorknüpfen. Denn, ja, ich will jetzt nicht allzu viel Überlänge machen. Und wenn wir die drei Trainer jetzt noch mitnehmen, dann kämen wir definitiv auf 30 Minuten plus. Von daher lassen wir uns da natürlich ein bisschen Zeit. Ich will ja nicht herumhetzen. Deshalb werden wir uns da im nächsten Part drum kümmern. Und ja, da werden wir dann auch die Stadt hier, also die kleine Insel hier, uns noch ein wenig anschauen. Aber wir sind schon mal auf der Zinnoh-Insel angekommen. Das ist doch schön.
Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das war's mit Pokémon Let's Go Pikachu für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch gelassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann diese Wasserroute noch konvertieren und uns hier ein bisschen auf der Sinnoh-Insel umschauen. Oder vielleicht sogar noch die nächste Wasserroute angehen, ich weiß es noch nicht. Naja, auf jeden Fall, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.